Heute dreht sich alles um Intensivtechniken. Wer mal wirklich den Bizeps spüren möchte, die meisten kriegen da gar keinen Muskelkater mehr rein, der ist mit den Intensitätstechniken gut beraten. Also, schaut's euch an, da bleibt eigentlich nichts aus. Bis bald. Es gibt eine ganze Reihe von Intensivtechniken. Intensivtechniken bedeutet, dass ihr eine zusätzliche Intensivität einbaut und den Muskel nochmal extra strapaziert. Normalerweise sieht ein Satz so aus, dass ihr das Pensum an Wiederholung, das maximale Pensum an Wiederholung, das ihr drin habt, auskostet. Das heißt, jede natürliche Wiederholung schafft ihr, bis es ihr nicht mehr schafft, der Muskel versagt und ihr das Gewicht ablegen müsst. Intensivwiederholungen gehen über diesen Erschöpfungspunkt sogar hinaus. Wie macht man das jetzt, wenn keine Kraft mehr da ist? Im Prinzip habt ihr noch die Kraft, aber nicht mehr für das Gewicht. Haben wir also zum Beispiel 30 Kilogramm, die wir heben, bei den Bizeps-Curls, bei den SZ-Curls, dann schaffen wir irgendwann in der vielleicht 10. Wiederholung die 30 Kilo nicht mehr zu heben. Was wir aber schaffen würden, sind vielleicht 29 Kilo oder 28. Wie können wir das jetzt reduzieren? Dazu gibt es mehrere Arten. Und jetzt lernen wir die erste kennen. Art Nummer 1, die Intensivwiederholung selbst. Die Intensivwiederholung wird in meisten Fällen mit dem Partner gemacht. Das heißt, er unterstützt euch ganz kurz, aber auch nur leicht, so dass ihr gerade wieder das Gewicht bewältigen könnt. Habt ihr also die letzte Wiederholung und kommt nicht mehr über einen gewissen Punkt hinaus, unterstützt er euch so leicht, dass ihr gerade die Bewegung noch schafft. Er nimmt euch nicht das Gewicht ab und reißt es nach oben. Er unterstützt euch so, dass ihr es schafft und anschließend geht ihr nach unten. Damit seid ihr über den Erschöpfungspunkt hinausgegangen. Ich kann euch das mal demonstrieren, wie man das auch selbst machen kann, ohne Trainingspartner für diejenigen, die keinen haben. Ich trainiere dazu zum Beispiel mit einer Kurzhantel und mache das so lange, bis ich es nicht mehr schaffe. Da ich jetzt so ein furchtbar starker Typ bin, würde das mit den 12 Kilo so lange dauern, dass ich das jetzt mal nur simuliere. Und ihr werdet daran erkennen, dass ich ein richtig guter Schauspieler bin. Ich schaff's nicht mehr. Und jetzt hilft die andere Hand leicht nach oben. Und oh, guck da, ich hab's doch geschafft. Aber ihr helft nicht mehr bei der Negativwiederholung. Intensivwiederholungen werden nur bei der positiven Wiederholung, das heißt, während ihr das Gewicht nach oben bringt, gemacht. Dann kommt die Hand wieder weg, denn den negativen Teil, den schafft ihr auch selbst. Da wird nicht gefuhlt. Das ist die Intensivwiederholung und das ist im Prinzip die wichtigste und meist benutzte Intensitätstechnik. Gerade beim Bankdrücken seht ihr das oft, schafft der Partner das nicht mehr, hilft der Mann dahinter ein bisschen nach. Nicht direkt rausheben, ein bisschen nachhelfen. Das ist die Intensitätstechnik Nummer 1, die Intensivwiederholung. Technik Nummer 2 ist der Rest- oder auch Pausensatz, Pausenwiederholung. Hier hören wir im Prinzip für einen kurzen Moment auf und sammeln wieder ein paar Kräfte, aber nur ganz kurz. Nicht wie zwischen zwei Sätzen, dass wir 90 Sekunden, 60 Sekunden oder sogar 3 Minuten Pause lassen und wieder einen vollen Satz mit Wiederholung machen können, also nochmal 8, 10 Wiederholungen hinterher. Jetzt lassen wir gerade so viel Pause, dass wir nur noch eine Wiederholung schaffen. Bin ich also komplett am Ende angelangt und kann wirklich nicht mehr anheben, lasse ich das Gewicht kurz ab, hol tief Luft, so lange bis ich meine, jetzt kann ich wieder eine, sind oft nur ein paar Sekunden, und heb's nochmal an und siehe da, ups, die 6 Sekunden haben es gebracht, ich habe sie geschafft und es geht wieder runter und ich schaffe jetzt keine mehr. Jetzt kann ich natürlich noch einen zweiten Restsatz hinterher schieben, warte wieder. Und tatsächlich, ich schaffe noch eine. Das ist eine Pausenwiederholung. So lange pausen lassen, bis ich nur noch eine schaffe. Das ist eine zweite Intensitätstechnik. Geht auch damit sparsam um. 2, 3 dieser Pausenwiederholungen und das reicht auch schon. Dann könnt ihr das erst wieder beim nächsten Satz machen. Ebenfalls eine sehr beliebte Intensitätstechnik ist sehr artverwandt mit der Intensivwiederholung. Nur jetzt machen wir das Ganze, indem wir uns selbst ein kleineres Gewicht nehmen. Ob wir keinen Trainingspartner haben oder ob wir das Ganze einfach nur machen, um noch mehr Wiederholungen zu schaffen ohne Hilfe. Das heißt, wir hören mit der letzten Wiederholung auf, die wir nicht mehr schaffen, und
dann sofort ein kleineres Gewicht zur Hand und machen sofort weiter. Optimal keine Pausenzeit dazwischen lassen, keine paar Sekunden. Direkt die nächste Hantel schnappen und weitermachen. Das macht ihr meistens mit ungefähr 50-55% des Gewichtes, das ihr vorher hattet. Das heißt, wenn ich die 12 Kilo habe und damit schaffe ich 10 Wiederholungen und dann irgendwann schaffe ich keine mehr, versuch's noch, schaffe es nicht, setze ich die ab, schnapp mir die nächste und mach wieder welche, ohne Pause dazwischen zu lassen. Das Ganze könnt ihr natürlich beliebig oft hintereinander machen. Das heißt, wir können einen zweifachen, dreifachen, vierfachen oder sogar fünffachen Strip-Satz machen. Die nennen sich Strip-Sätze, Drop-Sätze oder auch Reduktionssätze. Letzten Endes alles das Gleiche und ihr könnt bestimmen, wie oft ihr das hintereinander macht. Empfehlen würde ich euch, wenn ihr es im Training einbaut, erstens nicht jede Trainingseinheit. Mit den Intensivtechniken sollte man sehr sparsam umgehen. Und wenn ihr das macht, macht vielleicht einen zweifachen, vielleicht dreifachen. Aber wirklich keinen 4-, 5- oder 6-fachen, erst recht nicht im normalen Training. Das kann man mal ganz zum Schluss machen. Wenn das Training vorbei ist, kann man noch mal ein bisschen Pump reinbringen. Und wenn man vielleicht auch wenig Zeit hat und sowieso nur ein, zwei Sätze machen möchte für den gesamten Muskelbereich, dann kann man auch einfach nur einen 4-fachen, 5-fachen Reduktionssatz machen. Aber ansonsten haltet euch daran, nur einmal zu reduzieren und das ist schon intensiv genug. Was es jetzt auch noch gibt, sehr artverwandt mit dem Reduktionssatz, ist der Supersatz. Ein Supersatz unterscheidet sich nur insofern von einem Stripsatz, dass wir zwei verschiedene Übungen miteinander kombinieren. Ihr habt gerade die ganze Übungsauswahl gesehen für den Bizeps und für den Trizeps. Und jetzt stellt euch einfach vor, wir machen zwei davon hintereinander. Das heißt, ich führe es euch jetzt mal vor für den Trizeps. Ich würde zum Beispiel zuerst Seildrücken machen. Das heißt, ich mache den Satz Seildrücken, bis es nicht mehr geht, bis ich es wirklich nicht mehr schaffe, bis die letzte Wiederholung rausgeht. Und dann mache ich direkt weiter mit der Dipmaschine. Bis auch das nicht mehr geht. Auch hier optimal 0 Sekunden Pausenzeit dazwischen. Wenn ihr nicht diese geile Technik drauf habt, wie ich, dass ihr euch einfach durchs Fitnessstudio schnipsen könnt, sorgt dafür, dass ihr die Geräte nebeneinander aufbauen könnt. Das heißt, habt ihr dazwischen 20 Meter, ist es schon nicht mehr so optimal. Dann erholt man sich ein bisschen zu schnell. Also sorgt dafür, dass die vielleicht einen Meter nebeneinander stehen. Baut sie daneben auf, was auch immer. Und das könnt ihr mit jeder beliebigen Übung machen. Sorgt höchstens dafür, dass ihr nicht von einer lateralen zu einer bilateralen Übung wechselt. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Denn angenommen, ihr würdet dann die Arme einzeln trainieren, nicht zusammen mit Kurzhanteln, das geht auch, aber einzeln, dann müsstet ihr quasi von einer Langhantelübung, nehmen wir mal die Langhantel-Curls, übergehen zu den Hammer-Curls und würdet dann auf einmal einen Supersatz nur für den rechten Arm machen, während der linke sich erholen kann. Also macht das mit Übungen, wo beide Arme dann entweder belastet werden oder macht das bei den Übungen, wo ihr nur den rechten erstmal in einem Supersatz trainiert und dann den linken in einem Supersatz. Das ist die vierte Intensitätstechnik, der Supersatz. Kombiniert es, wie ihr wollt. Seid kreativ. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Jetzt gehen wir langsam auf die Zielgerade über. In den nächsten beiden Episoden besprechen wir einen Trainingsplan für den Bizeps und Trainingsplan für den Trizeps. Ja, es gibt eine ganze andere Menge Trainingsplan-Videos. Die sind so allgemein für den Trainingsplan. Jetzt schauen wir speziell auf den Bizeps-Teil und den Trizeps-Teil bei den nächsten beiden Episoden. Also bleibt dran, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr sie auch nicht. Und lasst mir wie immer einen Daumen da oder euren Kommentar. Gerne auch beides. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.